Moin und damit herzlich willkommen zurück hier zu Sons of the Forest. Da sind wir wieder hier in unserer wunderschönen Hütte. Die Höhle vom letzten Mal haben wir dann hier auch hinter uns gelassen. Und wir haben hier zuletzt aufgehört, als wir Besuch hatten, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, sind die jetzt noch da? Ich sehe jedenfalls gerade niemanden hier. Ich springe mal hier aufs Dach, ob ich noch was sehe. Na? Ich würde gerne da hoch. Ging doch sonst immer. Ah, jetzt. Ich sehe da, glaube ich, niemanden. Da sind die jetzt vielleicht doch alle weg. Ne, ich musste nämlich dann tatsächlich recht schnell die Aufnahme beenden, weil ich ein bisschen die Zeit vergessen habe. Von daher nicht wundern, aber ich meine, wir waren ja eh dann schon bei über der Stunde. Von daher ist das, glaube ich, dann wohl okay. Also, dann nehmen wir mal hier den Lederbeutel. Ich glaube, den hatte letztens der Typ hier noch mit, den wir da dezent verbrannt haben. Münzen, sehr schön. Und einmal Medizin würde ich gerne nehmen, dass wir uns hier weiter heilen. So, jetzt könnten wir hier noch was trinken. Ja, machen wir mal. Essen brauchen wir ja noch nicht. Das geht noch, das ist noch alles klar. Und dann können wir hier mal weiter rennen. So, ist hier schon wieder was eingepflanzt? Ja, allerdings braucht das noch eine Weile. Was macht Kelvin? Kelvin chillt da wieder. Die Baumstämme waren ja voll. Die Stöcker auch mehr oder weniger. Dann könnten wir sonst mal... Warte mal, nimm einen Gegenstand. Ach, wir können ihm hier auch noch Sachen geben. Den Kapuzenpulli. Jetzt hat er den Kapuzenpulli an. Nee, aber irgendwie... Irgendwie nein, oder? Wobei, so sehen wir ihn vielleicht besser, wenn er grün, wenn er blau leuchtet. Grün vielleicht auch, aber... gefällt dir das Outfit? Was sagst du, Kelvin? Was hast du eigentlich immer noch mit deinem Ohr? Geh dich doch mal waschen, du siehst ja schrecklich aus. Vor allem, der ist auch so bleich im Gesicht, ne? Ich bin mir nicht so sicher, ob er wirklich gesund ist. Das sieht auf jeden Fall nicht so gut aus hier bei ihm. So, jetzt wollten wir aber hier unsere Bude umbauen, ne? Und ich habe mir da schon was überlegt. Ich weiß, glaube ich, mittlerweile, wie wir das machen. Dafür würde ich mal hier flugs nochmal hinjumpen. Sprinten, fliegen, wie auch immer. Und jetzt müssten wir mal schauen, dass ich hier noch einen Block hinkriege und hier vorne. Passt das? Das sieht so... Moment. Da vorne. Da müssen wir hin. Ich würde hier gerne einmal kurz was ausprobieren. Ob das so funktioniert, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ich hoffe einfach, dass das funktioniert. So, und zwar hätte ich jetzt gerne hier noch einen Block. Und hier einen Block. Und würde hier gerne eine Treppe dran setzen. Ernsthaft jetzt? Habe ich da jetzt irgendwo eine Laterne abgerissen? Oder, ach nee, das war der Stock von der... Der Stock von der Dings. Okay, das geht doch nicht, ne? Ich hatte so gehofft, dass ich jetzt hier eine Treppe irgendwie hinsetzen kann, aber... Pustekuchen. Dann geht das doch nicht. Ah, das ist irgendwie nervig, ne? Also... Ja, auch nochmal dran, damit wir hier ein Schloss drin haben. Ich würde jetzt hier gerne eine Treppe hinbauen. Dass man dann hier reinlaufen kann. Aber das geht nicht. Und dann würde ich die Tür nämlich hierhin versetzen, weil hier haben wir ja eh diese Schießscharte drin. Aber auch das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, wir könnten höchstens hier eine Treppe dran bauen, dass man hier hochlaufen kann. Das ist total Verschwendung von Baumaterial. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Dann hoffe ich mal, dass das funktioniert. Nervig finde ich es trotzdem. So, das kann wieder weg. Schmeiß das erstmal so lange hier rein. Wir müssen es ja gleich eh wieder aufnehmen. So, das geht natürlich nicht. Dann muss nämlich das hier mit. Und dann stellen wir das hier ran und hier ran. Und jetzt haben wir potenziell hier die Möglichkeit, eine Treppe dran zu bauen.
Weil ich sagen muss, das nervt mich gerade, dass das jetzt hier so lang ist. Weil, schaut euch das mal an, hier der Winkel passt jetzt nicht mehr. Da ist er so schön gerade und da gar nicht. Ich würde mal kurz was ausprobieren. Kann ich das hier... Habe ich genau den falschen rausgenommen, ne? Super. Nein. Also ab und zu ist es ein bisschen tricky hier mit dem Bausystem, ne? So, werfen wir auch nochmal dahin. Nee, den bitte nicht. Wobei, ich glaube, den muss ich eh vorher rausreißen, ne? Ah, anstrengend. So, die sind jetzt alle weg. Die kann ich rausreißen. Den kann ich nicht rausreißen. Den auch nicht. Den schon. Warum geht das nicht? Vielleicht deswegen. Nee, geht nicht. Hä? Wieso geht das nicht? Okay. Aus irgendeinem Grund wird das hier als sehr stützend empfunden. Deswegen geht es nicht. Dann versuchen wir es gerade mal anders. Ich konnte doch da so einen Flock hinsetzen hier. Machen wir jetzt mal. Kann nur schief gehen. Also von daher. Jetzt hatte ich hier noch irgendwo so einen etwas kürzeren Stamm. Ist der das? Nö. Der das? Eventuell. Nee, auch nicht. Liegt er hier? Ist er das? Auch nicht. Ja. Dann machen wir uns halt kurz ein. Na, bleibt doch mal so liegen, bitte. Dann machen wir das hier auch noch so dran. Und dann müsste ich doch... Ach nee, ich habe es genau falsch rausgerissen, ne? Der muss, wenn dann... Na, komme ich da durch? Ja, wir kommen da durch. Jetzt. So, jetzt ist der Block hier drin. Den kann ich aber immer noch nicht rausreißen. Ich glaube, das liegt daran, dass da ein Stamm fehlt. Also ich versuche jetzt halt gerade irgendwie diese Treppe hier hinzusetzen, ne? Ach, das ist ja nur eine Hälfte hier. Ich brauche einen ganzen. Nicht so ein halbes Ding hier. Nee, das auch nicht. Das auch nicht. Okay, super. Das, was ich vorhabe. Funktioniert nicht, weil ich diese Stämme wieder nicht abreißen kann. Also ab und zu geht mir dieses Bausystem ja dann doch ein bisschen auf die Nerven. Weil es einfach in einigen Sinn, einigen Momenten hier keinen Sinn macht. So, das könnte man natürlich machen. Macht aber auch keinen Sinn. Ja. Wie machen was? So? Aber auch hässlich, ne? Dahin. Da kommt ja kein Mensch mehr an die Blöcke da unten dran. Wieso kann ich das denn jetzt hier nicht einfach abreißen? Ich versuch's mal anders. Mit Gewalt? Nee, geht auch nicht. Jetzt? Ah, oh, meine Güte. Den bitte nehmen. Jetzt brauche ich zwei große Stämme. Das ist kein Stamm. Boah, Hilfe, Holz. Stamm und Stamm. Und dann würde ich das jetzt mal
Nee, so ist auch falsch. Aber ich will das ja unten dran setzen. Das soll ja unten drunter. Ne, irgendwie geht das nicht. Gut, dann machen wir es halt anders. Das heißt, die kurzen Stämme kommen da wieder hin. Und dann bauen wir das Ganze wieder zurück, wie es vorher war. Ganz toll. Oh, wir haben Besuch. Wir haben Besuch. Nee, das ist ja ein ganzer Stamm. Das hier auch. Hä? Okay, ich habe mich doch verguckt. Das ist ein ganzer Stamm. Ja, da irgendwo rennt Besuch rum. Ich hoffe einfach mal, der bleibt draußen. Ja, wobei, der ist fast schon in der Bude hier drin, ne? Ist die Tür abgeschlossen? Ich schau mal eben schnell. So. Kein Eintritt heute. Heute ist hier geschlossene Gesellschaft. Tut mir sehr leid, sie müssen morgen wieder kommen. Da brauchen sie auch nicht so aggressiv zu werden. Ansonsten rufe ich den Chef und der wird ihnen dann sonst Beine machen. Kann ich das da so ranmachen? Nee, das geht nicht. Okay, das finde ich jetzt irgendwie doof. Ich hatte irgendwie gehofft, dass ich hier noch eine schönere Treppe dann hinkriege, aber das funktioniert nicht. Die Stämme werden automatisch anders angeordnet. Damit hat sich das dann auch. Ja gut, dann machen wir halt da so eine Treppe hin. Dann muss das halt so passen. Dann ist das halt so. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber ja, wir kriegen das so nicht mehr hin. Ich meine, klar, wir können das jetzt hier noch länger ziehen auf Dauer, ne? Das könnten wir auch tun. Dann machen wir das so. Wir machen das echt so. Wir, sie machen etwas kaputt. Ruf die Polizei. Lässt sie abführen. Ach shit, wir haben ja hier gar keine Polizei. Wo muss ich hin? Wo sind diese Teile, die ich benötige? Den machen wir mal ein bisschen kürzer. Kopf kürzer, in dem Sinne. Ach nee, scheiße. Das war das falsche Stück. Okay, Leute, ich hab's heute. Das wollte ich kürzen, nicht das andere. Na gut, dann ist das halt so. So, hier muss noch eins hin. Dann haben wir jetzt hier auch die richtige Höhe. Dann brauche ich nochmal zwei normale. Da war auch nochmal lang, ne? Die müsste ich dann hier hinsetzen. Da vorne muss noch einer ran. Passt der? Oder ist das eine Hälfte? Ich sehe das ab und zu nicht so gut. Doch, so geht's. Und dann nehmen wir erstmal diese. Nehmen wir erstmal diese Hälften und bauen das da weiter. Was zur Hölle ist da los, Alter? Möwen schreien auch schon rum. Excuse me? Och, wo. Warum rennen die denn jetzt hier rum, diese Babys? Warum sind die hier? Greifen die den Großen an, oder? Was tun die da? Die haben echt jetzt den Großen umgebracht. Okay. Ich glaube, das war echt gut, dass ich die Tür zugemacht habe. Was ist denn hier los? Warum rennen denn jetzt hier diese Baby-Monster-Viecher rum? Ich will die nicht hier haben. Ich hasse die. Boah, nee. Einfach nur nein. Kriege ich das hier wieder weg? Oh je.
Aber weißt du was, wenn wir das hier schon haben, dann baue ich das einfach mal woanders hin. Weiß noch nicht wohin, aber irgendwo hier. Vielleicht können wir das hier stapeln. Na, geht das? Jetzt hängt das Feuerholz da halb drin, aber ist mir so halbwegs relativ. Und hier ist auch noch Feuerholz. Aber jetzt müssen wir erstmal alles umpacken, nur damit wir hier eine Treppe bauen können, ne? Also was für ein Aufwand. Oh je. Boah, ist bloß nicht weiter nach links. Das ist mein Knochenlager, da muss ich rankommen. Moin, Kelvin. Ich hoffe, dir geht's soweit gut. So, machen wir das mal alles locker. Und dann können wir jetzt hier nochmal das ganze Holz hinlegen. Ja, gefällt mir jetzt irgendwie nicht, dass das da so halb drin liegt. Vielleicht können wir es nachher noch mal ein bisschen woanders stapeln. Erstmal muss es jetzt hier nur weg, damit wir hier mit der Treppe weiterkommen. Die hätte ich ja schon gerne heute fertig. Okay, das Stück kriege ich gerade nicht mehr mit. Dann werfen wir das einfach mal in die Richtung und nehmen das hier so mit. Werfen wir das nächste, nehmen das. Werfen das nächste und nehmen das. Und dann sind wir auch fast schon da. Trick 17 halt hier, ne? Ich bin heute ein bisschen verpeilt scheinbar beim Bauen auch. Ich weiß auch nicht. Ja, sieht irgendwie scheiße aus, aber ich lasse es jetzt mal so. Wir können es nachher noch versetzen. Ich will heute hier erstmal echt nur die Treppe einfach fertig kriegen. So, dann haben wir das schon mal. Dann brauche ich jetzt noch mal zwei Stämme. Das Lager ist leer. Hier sind noch zwei Stück drin. Das heißt, einmal das hier so hin. Und dann nicht die Rampe bauen. Genau, sondern die Treppe. So, wir haben ja hier schon ein paar Einzelteile. Das heißt, wir können die hier dann auch schon so als Treppe, als Treppenstufen beziehungsweise einsetzen. Das Ding kann dann einfach zum Feuerholz. Das Teil glaube ich auch. Hat er eben gerade Kelvin angegriffen? Blöden. Was? Wie bist denn du hier reingekommen? Verpiss dich. Ja, diese ekligen Geräusche. Kelvin? Steht er wieder? Ja. Bleib weg von der Tür. jetzt hat sich hier echt so ein Babyviech noch durchgeglitscht. Stehe ich ja gerade gar nicht drauf. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Sagen wir es mal so. So, jetzt mache ich kurz zu Feuerholz. Jetzt haben sie Kelvin schon wieder niedergeschlagen. Lasst doch mal den armen Kelvin in Ruhe. Was hat er euch denn nur getan? Und vor allem, was ist eigentlich dieser Sinn und Zweck von diesen Babys? Ich meine, was zur Hölle wollen die? Oh, Kelvin, ich helfe dir wieder auf die Beine. Jetzt geh doch mal von der Tür weg. Mein lieber Mann hier. Ist ja nicht auszuhalten. So, hier komme ich jetzt hoch, ne? Und dann kann ich hier wieder die nächsten Bretter machen. Ich würde sagen, das passt hier bei der... Genau, bei der Treppe passt das besser so rum hin. Na, geht das? Ja, super. Das Viech, was da liegt, ist tot. Ach Mensch, Kelvin. Ah ne, er versteckt sich nur. Er hat, glaube ich, Angst. Oh, ich mache jetzt diese Viecher da weg. Lass mich raus hier. Sind das viele. Alle tot?
Geschlossene Gesellschaft jetzt. Kelvin, wie geht's dir? Okay, er schillt. Meine Fresse. Jetzt haben wir auch noch diese Babys. Oh nee, ey. Nee, einfach nein. Warum sind die jetzt hier? Ich will die nicht hier haben. Also mal gar nicht. Die gerne hier an der Treppe. Genauso hätte ich das gerne. Oh nee, das passt mir jetzt ja gerade echt gar nicht. Aber woher sind denn jetzt hier diese Babys? Warum sind die jetzt hier? Die sollen hier nicht rumlaufen. Kuscht euch weg, bitte. Oh Gott. So, ich glaube, damit muss ich einmal ganz nach oben. Einmal halbieren und dann schauen wir mal. Ah, oh, das. Nee, einfach nein. Boah, nee. Warum sind die denn jetzt hier? Warum? Kann ich jetzt hier hoch und runter? Runter geht. Und hoch. Fühlt sich irgendwie komisch an, aber es funktioniert. Gut. Ich würde dann jetzt einfach mal schlafen. War gestern jetzt hier ein anstrengender Tag. Boah, das war jetzt ja auch gruselig mit den ganzen Viechern. Vor allem, dass die jetzt ernsthaft hier bei meiner Hütte herumrennen, das nervt mich jetzt ja gerade völlig. Oh, ich habe noch einen rohen Fisch mit. Den sollte ich vielleicht mal auffangen. Ah, jetzt kommt man da auch nicht mehr durch, ne? Oder ich reiß die. Ne, Treppe abreißen geht auch nicht. Dahin bauen funktioniert auch nicht. Also irgendwie ist das Bausystem hier gerade auch anstrengend. Nur anders. Es ist besser als im ersten Teil, definitiv. Würde ich behaupten. Aber es gibt so ein paar Sachen, da müssen wir noch drüber sprechen hier, ne? Oh, es gewittert. Ich esse jetzt erstmal was. Ist mir egal, was ihr wollt. Ich esse jetzt erstmal. So, den futtern wir auch noch weg. Und dann hängen wir hier nochmal den einen Fisch auf. Und dann muss ich hier dringend was trinken. Denn wir sind gerade relativ durstig. Ah ja, diese Wasserbehälter müssten sich ja jetzt hier richtig schon auffüllen. Die armen Schildkrötendinger. Das müsste doch jetzt eigentlich gut funktioniert haben. Die müssten jetzt eigentlich voll bis oben hin sein. Okay, dann bauen wir hier mal die Treppe weiter. Ich überlege auch gerade, ob es dann vielleicht sogar Sinn machen würde, hier auch noch so ein Teil dran zu bauen, dass wir dann einfach hier hinlaufen und die Treppe hier abreißen. Könnte man auch machen, ne? Aber ich habe mich hier eigentlich so dran gewöhnt, dass man hier hochlaufen kann. Also ich habe es mir auch viel schöner vorgestellt in meinem Kopf, als ich das so geplant habe. Aber ich habe leider nicht bedacht, dass da so ein paar Sachen leider nicht so gut funktionieren hier. Vor allem wird das mit dem Holz hier niemals ausreichen. Und Kelvin jetzt wieder losschicken im Regen mit den ganzen Monster-Bibis, die jetzt hier auch noch in der Gegend herumlaufen. Ich glaube, das findet er auch nicht so toll, oder? Also ich würde es ja nicht so schön finden, wenn ich meinen Chef hier jetzt losschicken würde. Und wir brauchen auch viel zu viel Holz dafür irgendwie, ne? Ja, ich würde die Treppe jetzt eigentlich gerne hier so hinbauen. Aber das geht ja nicht. Dann haben wir da keinen Balken mehr. Außerdem gucken wir jetzt nur von draußen an die Treppe. Das wollte ich ja eigentlich auch nicht. Jetzt so eine Notlösung. Ja, wir müssen echt die ganze Bude umbauen, dass wir die innen drin umbauen und innen drin die ganzen Möbel versetzen, die wir da jetzt noch haben. Ja, ist auch eine Möglichkeit, innen drin alles umzubauen. Ja, wir müssen mal gucken. Irgendwie kriegen wir es hin, aber so bin ich echt nicht zufrieden damit.
sieht ja scheiße aus. Auch nachher, wenn es fertig ist, das sieht einfach nur kacke aus. Ich wollte hier so ein schönes Holzhaus haben. Hier dann mit so einer großen Tür, da ist hier so ein Balkon. Vielleicht noch zwei Stühle hier hoch. Da kann man sich hier um die dummen, doofen Einwohner und Mutanten angucken. Dann hier oben dann das Dach. Wenn ich jetzt hier reingehe, wo wäre denn hier Platz für eine Treppe? Das müsste ja auch im Haus sein, so dass es dann halt nicht reinregnet, ne? Die Fensterfront hier, die würde ich eigentlich gerne behalten. Ich meine, zur Not könnten wir die auch rausreißen, aber... Ah, es gefällt mir hier gerade alles nicht so. Ach guck mal, den können wir hier auch sogar wegnehmen. Ja, hier würde ich gerne auch eigentlich das Dach drauf bauen. Geht das? Liegt das so hin? Ach, ein bisschen höher. Nee, geht nicht. Ja, dann machen wir da hin. Kelvin, was hast denn du für ein Wetter mitgebracht hier? Mal bitte ein paar Stämme. Hast du Bock drauf? Er sagt ja und er grinst auch. Okay. Boah, ist das nass hier. Und da rennt Kelvin los. Und natürlich müssen wir jetzt hier noch die Tür aufmachen. Kelvin, lass mich mal kurz zum... Das Schloss ist noch zu. Kelvin. Jemand Schritt zur Seite. Ah, Kelvin. Folge mir mal bitte. Kelvin, nein, mir, nein, nein, wo? Gott. Kelvin. Nicht hinsetzen. Hol Stämme und Behälter füllen. Hast mich verstanden? Ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Der hat sich da jetzt einfach hingesetzt. Kelvin, alles gut? Ich glaube, er wird wahnsinnig. Was ist denn mit ihm? Er guckt so merkwürdig. Kelvin? Ich glaube, wir suchen uns besser ein neues Haus und lassen Kelvin hier einfach mal alleine. Ich glaube, irgendwas stimmt mit Kelvin nicht. Was ist denn mit ihm? So, einmal Heilung, bitte. Also irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Das wirkt doch alles ein wenig dubios, was hier geschieht. Aber was ist denn jetzt mit Kelvin? Jetzt spricht er mit seiner Hand. Ist alles gut bei dir? Kelvin? Mach mal bitte Pause. Ruh dich aus. Ich glaube, du bist völlig überarbeitet. Ja, mach das bitte. Viel Spaß bei der Pause. Ich komme dann heute Abend wieder, ne? Eventuell. Oh, er kommt mir hinterher. Da brauchen wir gerade nicht. Virginia? Virginia, helf mir. Irgendwas stimmt mit Kelvin nicht. Virginia. Was ist nass? Virginia. Irgendwas ist mit Kelvin nicht richtig. Weißt du einen Rat? Was soll ich tun? Soll ich den Arzt rufen? Virginia! Verlass du mich nicht auch noch. Okay. Ich gehe dann mal. Ich gehe da hinten zu meinen Schildkröten. Die mögen mich wenigstens. Ich habe einen neuen Freund. Na, Virginia, ich habe jetzt einen neuen. Er ist auch viel treuer als du.
Ja, du, Kelvin, dich brauche ich auch nicht mehr. Der wird mir hier bestimmt alle Stöcker holen und Stämme, die ich brauche. Der macht wenigstens was. Wir gehen jetzt mal zu mir nach Hause. Wir gehen jetzt zu mir nach Hause, wenn wir ganz viel Spaß haben. So, dann machen wir es dir noch ein bisschen wärmer. Es ist ja ganz kalt hier. Du bist ja völlig durchnässt. Wir müssen dir, glaube ich, mal ein bisschen helfen hier. Nicht, dass du dich noch erkältest, mein Lieber. So, ab ins Feuerchen. Da ist schön warm. Aber das Feuer bleibt einigermaßen an hier im Regen. Ja, siehst du, jetzt ist doch schon viel schöner, ne? Sehr gut. Ich glaube, das Spiel macht einen verrückt, kann das sein? Vielleicht übermannt mich auch der Wahnsinn. Aber wenigstens geht's unserem Kumpel gut. Ich meine, schaut euch ihn an. Ey, meine gut, er ist ein bisschen schmächtig, ne? Fällt ein bisschen vom Fleisch, aber ich glaube, das geht schon. Ey, ernsthaft jetzt? Ach so. Ich dachte, ich krieg die Knochen jetzt nicht mehr. Okay, die sind auch schon wieder voll. Ab in den Knochengarten. Boah, das ist doch einiges hier. Wie viel Knochen haben wir denn jetzt hier bei uns? Ja, mehr als 12 finde ich eigentlich auch übertrieben. 8 Stück, das reicht doch eigentlich, oder? Könnten wir uns theoretisch 2 Knochenrüstungen rausbasteln. Falls wir die mal brauchen, ich würde mal eben hier speichern. Danke. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Hat Kelvin bei euch auch schon mal so einen Blick drauf gehabt? Ich meine, dass er nicht mehr ganz da ist, sag ich mal. Ja, aber er guckte ja gerade völlig kirre. Denn wir sind Kelvin und Virginia gerade die ganze Zeit zusammen. Was vorhaben? Virginia ist jetzt weitergegangen. Oh, ich glaube, Kelvin hat mich gesehen. Ich will Kelvin jetzt von mir. Der soll sich doch Pause machen. Ah, guck mal, es hat aufgehört zu regnen. Ah, wie geil das ist, wenn das regnet, ne? Also jetzt mal ganz im Ernst, das ist mega cool. Ah, guck mal, es gibt neuen Fisch. Verdammt. Kaum bin ich hier, haut der Fisch ab. Selbst die Fische mögen mich nicht. Die Schildkröten vielleicht auch nicht. Hab ein paar ihrer Freunde gegessen. So, ein Fisch. Zwei Fisch. Na. Drei Fisch. Jetzt haben wir's. Boah, ja, wir wollten ja hier ein bisschen mehr die Keule benutzen. Die war ja deutlich stärker. Ich ein bisschen hier an die gewöhnen. Ja gut, das hat ja heute jetzt irgendwie nicht so gut funktioniert hier alles, ne? Bisher. Die erste Hälfte der Folge ist, glaube ich, ein bisschen für die Katze hier. Wobei Kelvin auch irgendwie ein bisschen komisch heute drauf war. Ich hoffe, er ruht sich ein wenig aus. Ob ich ihn zu viel geschunden habe? Aber ich meine, er hat doch immer so gut geholfen mit den Stämmen und alles. Und außerdem hat er doch jetzt auch eine schöne Wohnung. Ich meine, es ist vielleicht ein bisschen eng im Bett, Nara. So zu dritt mit Virginia. Aber es müsste doch gehen. Also, das ist vielleicht schlimmer, als ich dachte mit ihm. Man hätte was auf den Kopf bekommen, ne? Musik bringt mich immer auf andere Gedanken. So, machen wir das Ding mal aus hier. Oh, Klebeband war da überall drin. Das ist sehr gut. Das konnten wir eh gut gebrauchen. Uhren und C4. Ja, haben wir auch alles, was wir zum Leben brauchen. Hm, hier hinten lag jetzt noch theoretisch ein Seil rum. Und vielleicht nur noch ein paar Möwen. Mist. Wo kommt die denn jetzt noch her? Ich hab die gerade erledigt, die eine. Da kommt die hier plötzlich. Okay.
Okay. Kann das sein, dass sich das Feuer vielleicht auflöst, wenn wir es bei Regen anmachen? Vielleicht müssten wir uns da noch was suchen im Haus, wo das hin kann, so als Kamin quasi. Jetzt habe ich hier Seile übrig. Was mache ich denn damit jetzt? Knochenrüstungen? Stimmt, ein bisschen Klebeband haben wir, ne? Knochen haben wir auch ein paar. Machen wir uns halt eine Knochenrüstung. Die tragen wir dann auch gleich. Dann kann ich das Seil hier auch noch mitnehmen. Ich glaube, das macht so Sinn, ne? Oh, wer kommt da hinten? Das ist doch 100 pro Kelvin. Diesen Gang, den kann nur Kelvin haben. Das ist der Kelvin-Gang. Kelvin, wie geht's? Was ist mit dir? Du solltest doch Pause machen. Was hast du? Alles klar? Guck ins Licht, bitte. Okay. Alles wieder in Ordnung bei dir? Alles in Ordnung bei uns? Hörst du mich noch? Kelvin? Kelvin! Kelvin, warte doch! Ist alles okay bei dir? Also er grinst wenigstens, okay. Ich glaube, es geht ihm gut. Er ist heute irgendwie ein bisschen sonderbar drauf, ne? Nicht, dass da irgendwas im Wasser war, was wir letztens getrunken haben. Oh, ich sehe gerade, da hinten sind ein paar Leute. Wir müssen gerade ein bisschen aufpassen hier. Ich sehe nämlich wieder schwebende Rüstungen. Jedenfalls waren da gerade noch schwebende Rüstungen. Ach, da vorne, siehst du? Da ist eine schwebende Rüstung. Oh. Und nicht nur eine. Drei schwebende Rüstungen und ein Einwohner. Das sieht gefährlich aus. Was machen wir denn jetzt? Gehen wir da einfach stumpf hin? Komm, ich laufe jetzt einfach mal ganz stumpf an dem vorbei. Moin. Hallo, meine lieben Nachbarn. Na, wie geht's dir? Alles cool? Ich will nicht mit dir kämpfen. Muss nicht so aggressiv sein hier. Kollege? Lass das. Ich habe auch einen Schädel. Du komischer Sido-Rapper. Mein Strand, mein Wald, meine Insel, mein Berg. Okay, da bleibt er hinten jetzt erstmal zurück. Ich glaube, ich hoffe mal einfach, dass er dann da bleibt. Ich kann die manchmal nicht einschätzen, wenn die sich so hinhocken. Ab und zu preschen die einem dann hinterher und greifen einen an. Ab und an sind sie dann auch irgendwie cool. Also. Und machen nichts. Bisschen dubios finde ich die ja hier und da doch schon, ne? Jetzt hat der eine mich natürlich hier gesehen, wie ich hier hinlaufe, aber ich hoffe einfach mal, dass die mich jetzt ignorieren. Ach, hallo Virginia. Hast du was Neues für mich? Oh, danke. Sind das Brombeeren? Danke. Das ist süß. Was sagt sie denn da immer so? Das ist so tü, tü. Irgendwie so komisch, ne? Was das wohl heißt? Na gut, wenn Kelvin mir gerade auch nicht helfen kann. Virginia, wie wär's, wenn du hier mal die Axt schwingst? Was hältst du davon? Virginia, vorsichtig. Ich will den Baum fällen. Okay. Die mag die Bären wohl auch sehr gerne. Baum fällt. Schreckt sie sich jetzt? Nö, die bleibt cool, die sammelt weiter. So, dann würde ich die mal eben alle reintragen. Ist die Tür hier offen? Ah, shit.
So, dann sammeln wir mal hier den nächsten Baum ein. Wo ist denn eigentlich der Berg? Kann ich den hier irgendwo halbwegs erspähen? Na, noch eine Beere. Ich dachte gerade, sie hätte schon wieder was für uns. Aber diesmal hatte sie nichts. Huch. Oh Gott, Virginia. Die erschrecken mich auch ab und zu, ne? Was macht sie jetzt? Sich verstecken? Oh, sie schießt? Oh. Oh, Calvin geht erstmal in Deckung. Und der eine flieht nur noch. Machst du gut, Virginia. Hast du klasse gemacht. Ich hoffe, das war nicht dein Bärenstrauch. Ah, irgendwie kriegen wir den gerade nicht. Jetzt. Vorsicht! Oh, der ist auch auf die Bären drauf. Scheibenkleister. Ich weiß nämlich nicht, wann und wie die nachwachsen. Und ob und so. Nein! Nein, jetzt habe ich den auch noch kaputt gemacht. Scheiße. Ah, je, oh je. Naja. Das schmeißen wir mal rüber. Ja, warte. Ist gut? Okay, ich hoffe, du nimmst mir das nicht so übel mit deinen Bären. So, jetzt liegt das alles dahinter. Ich meine, das ist ganz praktisch, dass es hier doch abschüssig ist, ne? Laternen sind auch noch alle heile, gut. Wir lagern die jetzt aber erstmal alle ein. Falls jetzt hier nochmal ein ganzer Trupp Einwohner kommt oder so, oder irgendwelche Mutanten, die mich hier erledigen sollten. Da sind die Sachen hier wenigstens safe insofern, weil die sich dann nicht auflösen. Sehr schön. Ja, ein Bäumchen können wir noch, ne? Ich würde sagen, ein Bäumchen können wir uns nochmal kurz holen. Also drei Bäume oder so kriegen wir da wo ungefähr rein. Was mit dir? Hallo? Ich will dir nichts tun. Gehst du bitte? Geh bitte. Virginia, schieß! Hau ab! Kannst aufhören. Feuer einstellen. Sehr gut. Die haben wir erstmal vertrieben hier. So, was mir gerade noch einfiel. Wir haben doch diese Seilpistole, ne? Ich will damit mal eben was ausprobieren. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ich fände es witzig, wenn das gehen würde. Calvin? Geh da mal ein bisschen weg. Calvin, weg da. Weg da. Calvin. Oh, jetzt wurden wir beide erwischt. Oh Gott. Calvin. Was tust du denn? Ich hab doch gesagt, Entdeckung. Geht's dir gut? Ah, Kollege, du. Ab und zu habe ich auch den Eindruck, er ist ein bisschen schwer vom Begriff. Und lebensmüde. Gut, wir heilen uns mal eben. Und dann nehmen wir mal eben hier diese Seilpistole. Wo ist denn die da drin? Der Seilwerfer. Wo geht das? Wartet mal eben. Ach, jetzt ist die Tür hier zu. Oh, ich kann da rüber. So geht's natürlich auch. Das ist vielleicht ein bisschen... Geht das? Oh, geht das wirklich? Ich mache die Tür mal auf hier. Jetzt habe ich nämlich das ganze Zeug hier. Kann ich die... Aua, mir ist ein Baumstamm auf den Fuß gefallen. Oh ja, das geht. Wie geil ist das denn? Calvin das dann auch macht? Oh, wie cool ist das denn? Das ist ja mega. Jetzt ist das alles dort. Doch, mach du mal wieder zu hier. Calvin, du kommst ja nicht rein. Das ist ja cool.
Wo kriege ich die Halle irgendwie? Haben ja auch nichts kaputt gemacht hier zum Glück. Ach guck mal, die können da sogar selber automatisch reinfallen, ne? Jetzt haben wir den fast schon wieder voll deswegen. Oh, das ist ja cool mit der Seilwinde. Und wir könnten damit schnell abhauen. So eine kleine Hütte da hinten ins Meer rein. Die können ja nicht schwimmen, die Einwohner. Da können wir uns da immer hin verpieseln. Auch eine Möglichkeit, ne? So, dann bauen wir heute mal weiter. Ich würde gerne beim nächsten Mal oder so auch vielleicht mal wieder erkunden gehen demnächst. Aber erstmal hätte ich hier doch gerne wenigstens das zweite Stockwerk fertig. Aber es dauert doch alles länger, als ich dachte, ne? So, da können wir auch wieder die Treppe hochrennen. Ich meine, ich könnte ja sogar hier ein Baumstammlager draufsetzen und einfach alles hier reinfahren lassen, ne? Das wird auch gehen. Ja, auch witzig. So, dann holen wir mal eben schnell die nächsten. Und ich weiß nicht, ich meine, wir können ja Kelvin ja auch die, also den Befehl geben, die Order geben, dass er ja hier Sachen fertig baut. Aber ich glaube, das macht er dann nur, wenn das ein Blueprint ist, eine Blaupause. Ich glaube, bei sowas, ich meine, er wüsste ja jetzt nicht, wie die Bude aussehen soll. Ich glaube, da macht er das dann nicht. Aber anderen Sachen wird es ja gehen, ne? Ist uns das eigentlich groß genug? Ich meine, das ist ja ein Ding schmaler. Aber das reicht ja eigentlich, ne? Das ist ja, glaube ich, dann 3x3 groß. 2x2 fände ich noch ein bisschen klein. 3x3 fände ich schon wieder ganz solide. Ist eine hübsche Größe. Nicht zu groß, nicht zu klein. Kann es sich da halbwegs drin gemütlich machen. Ich denke, das passt. Was ich noch beim Bausystem cool finden würde, ist, wenn wir jetzt hier solche halben Stämme hätten, beziehungsweise so ein Viertel davon, dass wir die dann gleich links und rechts reinsetzen können als Fenster. Das fehlt mir ja noch so ein bisschen. Weil dann könnten wir die auch noch mal ein bisschen besser, ich sag mal, gebrauchen. Und müssten da nicht so viel Material verschwenden, beziehungsweise dann mal schauen, was wir damit machen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das bald mal nachgepatcht wird. Und noch ist das Spiel nicht allzu lange raus. Wir haben jetzt auch, glaube ich, erst den 4. April. Updates kommen ja, glaube ich, am 6. oder 7. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme hier gerade. Und ich produziere auch relativ viele vor, also nicht wundern. Die erste Folge ist noch nicht rausgekommen zu diesem Zeitpunkt, wo ich hier gerade unterwegs bin. Liegt einfach daran, dass die Folgengrößen auch so riesig sind. Und ich bin ganz ehrlich, die Qualität noch weiter runterschrauben, dann sieht es bei YouTube nachher noch schlimmer aus. Und ich muss mal schauen, also ich bin aktuell, schiele ich da auf so ein Bildschirm mit einer Auflösung von 2160 Pixel. Damit könnte ich dann in einer deutlich höheren Qualität aufnehmen. Und hoffe dann einfach, dass YouTube da nicht so eine Grütze rausmacht mit den Encodern. Dass das auf Dauer alles besser aussieht. Vielleicht nicht mehr hier bei Sons of the Forest, aber in zukünftigen Spielen. Aber in Ni No Kuni, da sah man es ja ein bisschen und so. Bei Cyberpunk war es eigentlich immer noch so okay. Aber langfristig hätte ich da schon auch gerne eine bessere Qualität. Also selbst die Streams, wenn ich die bei Twitch aufgenommen habe und dann hier hochlade, also gefühlt sehen selbst die besser aus als manches Video hier, ne? Also das kann es ja irgendwie nicht sein. Würde ich mal behaupten. Oh, Virginia, schreck mich doch nicht so. Ich dachte, wer kommt denn da jetzt an? Ach Gott. Ich hau's mal hier die Tannen weg. Die finde ich auch nicht so hübsch. Na, kriegen wir den Baum? Baum fällt!
voll cool. Ich liebe diesen Kran. Da ist noch ein Baumstamm. Da auch. Rollen ja sogar alle hier zu mir. Vielleicht müssen wir nochmal was versuchen, wenn wir die alle da drin hatten. Ja. Muss, glaube ich, immer ein Stückchen weiter weg, sonst geht's nicht. Geronimo! Hinterher! Jetzt muss ein Popo oben halten, sonst tut's weh. Wenn wir da reinfliegen sollten. So, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Erstmal. Beim nächsten Mal bauen wir noch ein bisschen weiter. Danke, dass ihr da wart und ciao, ciao.